Herzlich willkommen bei Unterstrom. Bei uns geht es um spannende Menschen, die Teil der Energiewende sind und uns erklären, wie sie die Energiezukunft aktiv mitgestalten. Ich freue mich ganz besonders, bei mir begrüßen zu dürfen Marei Döhler. Sie ist in der Abteilung Nachhaltiges Ressourcenmanagement als Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der Illwerke VKW tätig. Hallo Marei. Hallo Isabella, danke für die Einladung. Mit welchen Aufgaben befasst du dich denn bei nachhaltigem Ressourcenmanagement genau? Also es ist sehr vielfältig der Aufgabenbereich. Es geht darum, Umweltziele zu definieren für das Unternehmen, zu überlegen, mit welchen Maßnahmen können wir denn diese Ziele erreichen. Und das ist eben von zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien für Büromaterial definieren, zu eben Umweltauflagen im Kraftwerksbereich oder bei der Umsetzung der Umweltauflagen im Kraftwerksbereich zu unterstützen, bis zu Energieverbräuche monitoren und versuchen, den Eigenbedarf zu reduzieren. Also vom kleinsten, sagen wir jetzt mal banalen Detail, wenn wir vom Druckerpapier sprechen, genau, bis hin zu den wirklich großen Geschichten bei einem großen Kraftwerk. Du bist da in jedem Geschäftsfeld eigentlich gefragt, oder? Genau, also von Umspannwerke bis Kraftwerke, man hat da wirklich sehr viele Aufgabenbereiche. Ja. Ganz kurz mal zu deinem Werdegang. Wie hat es bei dir angefangen? Was hast du gelernt von der Schule, Studium und so weiter? Also ich habe in Deutschland eben ein Wirtschaftsabitur mal gemacht und bin danach nach Kufstein gegangen, um europäische Energiewirtschaft zu studieren. Mhm. Und da habe ich dann gleich mal gemerkt, okay, Technik liegt mir irgendwie besser. Und da bin ich dann zur FH Dornbirn gekommen für den Masterstudiengang Energietechnik. Also sozusagen vom Wirtschaftsbereich dann hin zur Technik. Genau. Es war jetzt so, dass man eben beim Energietechnik-Master in Dornbirn hat man einfach so viele verschiedene Felder kennengelernt der Energietechnik. Eben von Wärmeversorgung zu also Thermodynamik zu Elektrotechnik, also wirklich das gesamte Feld der Energietechnik. Und mit welchen Bereichen bei euch im Unternehmen kommst du da überall in Berührung? Genau, das ist das Gute, dass ich jetzt im Masterstudium den groben Überblick bekommen habe und das jetzt genau im Unternehmen anwenden kann, weil es geht eben von haustechnischen Anlagen, also Wärmeversorgungsanlagen, zu Umspannwerken, wo es um Elektrotechnik geht. Also man hat einfach mit so vielen Bereichen Kontakt, wo mir das Studium einfach wirklich gut geholfen hat, da einen groben Überblick zu bekommen. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin jetzt eben vor 7 Jahren nach Vorarlberg gekommen für den Masterstudiengang und seit 5 Jahren mache ich jetzt als Nachhaltigkeitsbeauftragte diesen Job. Und gerade die Abteilung für Nachhaltigkeit, das ist ja für ganz, ganz viele große Unternehmen bei uns in Vorarlberg immer wichtiger, oder? Genau. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich bei einem Unternehmen gelandet bin, die das Umweltmanagement schon sehr lange implementiert haben, eben schon in den 90ern. Und es ist eben jetzt wirklich eine große Herausforderung, auch für Unternehmen, diese ganzen Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Und ich kann da auf eine sehr gute Basis eigentlich drauf aufbauen. Ja. Wie umweltbewusst warst du vor deiner Karriere bei der Illwerke VKW, beziehungsweise dein Privatleben? Wie vermischt sich das mit deinem Berufsleben? Genau, also es ist schwierig im Privatleben nicht auf Umweltthemen zu schauen, wenn man im Beruf die ganze Zeit mit CO2-Berechnungen und ökologischen Auswirkungen zu tun hat. Deswegen schaue ich privat auch sehr drauf, auch vorher schon. Man hat da viel in der Familie auch schon mitbekommen. Und genau, also im Privatbereich ist es mir natürlich sehr wichtig, dass man da auch einen kleinen Fußabdruck hat. Beispiel dafür? Ich habe mir eben jetzt gerade entschlossen, kein neues Auto zu beschaffen und jetzt mal mein Leben ohne Auto zu gestalten, was eigentlich bisher ganz gut läuft. Ich habe jetzt auch bin jetzt viel am Zug fahren eben und Illwerke VKW zahlt mir auch mein Öffi-Ticket. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich, meine Mobilität ist eigentlich jetzt kostenlos sozusagen. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation für den Arbeitgeber, wenn seine Mitarbeiter, die in dem Bereich auch arbeiten, auch privat nachhaltig unterwegs sind, oder? Ja, genau. Also wir schauen da auch als Unternehmen drauf, dass wir unsere Mitarbeiter mit Anreizen versuchen, klimafreundlicher zur Arbeit zu kommen, zum Beispiel eben mit diesem Sponsoring des öffentlichen Verkehrstickets. Man schaut auch in der Kantine zum Beispiel drauf, dass da auch regional und saisonal gekocht wird. Unsere
Köche sind da wirklich sehr, sehr an beiden Standorten sehr gut drauf, was solche Nachhaltigkeitsthemen angeht. Man hat da auch eine Umweltzertifizierung bekommen für unsere Küchen. Und das ist, glaube ich, in Vorarlberg die einzige bisher, also für die Gemeinschaftsverpflegung. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und das schmecken wir auch jeden Tag. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Also von eurer Kantine wird absolut nur geschwärmt. Also nicht nur, ja, dass es gut ist, in dem Fall ist es auch nachhaltig dazu, ja, noch. Ja, auf jeden Fall. Welche Anreize habt ihr denn noch für die Mitarbeiter? Zum Beispiel haben wir jetzt nochmal zum zweiten Mal die Aktion gestartet, dass ich mir ein Jobrad aussuchen kann. Und da kann ich einfach zu einem Händler gehen und bezahle das dann sozusagen über mein Gehalt in Raten ab und habe sozusagen nicht diesen hohen Preis am Anfang, sondern kann auch mit Förderungen vom Unternehmen, auch einen kleinen Beitrag noch, kann ich mir dort ein Fahrrad sozusagen kaufen und dann auch umweltfreundlich zur Arbeit kommen. Wie aufwendig ist es denn, solche Umweltmaßnahmen umzusetzen? Also es ist derzeit einfach wahnsinnig viel Wandel in diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema drin. Also es ist eine gewisse Herausforderung, diese ganzen Gesetzesentwicklungen im Blick zu haben. Aber natürlich steht das Ergebnis immer für den Aufwand. Und wir sind eben jetzt schon bei kleinen Projekten immer dran, zum Beispiel Dachbegrünungen mit PV-Anlagen zu kombinieren und einfach das sozusagen in den Planungsprozess immer schon einzubinden, also diese ganzen ökologischen Anforderungen und Umweltmaßnahmen. Aber nicht nur im kleinen Bereich, sondern teilweise auch bei Großprojekten, wie zum Beispiel beim Lüner Seewerk 2, auch da werdet ihr genau auf diese Details Wert legen, oder? Genau, also bei so Großprojekten ist man da natürlich besonders gefordert. Da ist es eben ganz wichtig, dass man einfach von Anfang an diese ganzen umweltrelevanten Themen berücksichtigt und sich genau mit dem Umfeld befasst. Und das ist eigentlich schon ein Standardvorgabe bei so Großprojekten. Also die Umwelt ist da auf jeden Fall immer ganz am Anfang ein ganz großes Thema. Ja. Welche Aufgaben hätte der ökologische Bauingenieur jetzt beim Lüner Seewerk 2 zum Beispiel? Eben genau bei der Planung diese Kriterien mit berücksichtigen, die Bauleitung oder Projektleitung eben unterstützen bei solchen ökologischen Fragestellungen und dann ganz wichtig auch bei der Bauausführung zum Schauen, werden diese ganzen Umweltauflagen, die man dann natürlich auch von der Behördenseite bekommt, dass das alles eingehalten wird. Und da braucht es einfach wirklich Personalressourcen, die da mit drauf schauen und der Projektleitung einfach zur Verfügung stehen und unterstützen. Ja. Okay, also nicht nur planen, sondern dann am Ende auch Kontrolle. Genau. Und Fazit ziehen, was hat funktioniert, genau. Wo müssen wir noch nachbessern. Richtig, ja. Okay. Marei, du hast uns auch einen Gegenstand, nenne ich es jetzt einmal, mitgebracht. Das schaut gut aus. Ja, genau. Ich habe ein Honigglas mitgebracht. Warum? Wir hatten dieses Jahr zwei Mitarbeiter eine Idee. Und zwar, dass wir unsere Flächen, wir haben ja in ganz Vorarlberg Kraftwerke und damit auch irgendwo Flächen zur Verfügung, und dass man diese Flächen eben den Imkern zur Verfügung stellen kann. Und das haben wir jetzt intern eben ausgeschrieben, und ab diesem Sommer gibt es sozusagen einen E-Werke VKW-Honig. ich finde das super, weil Bienen eben auch wichtig sind für unsere Ökosysteme und deswegen eine Win-Win-Situation für uns und natürlich auch für die Natur, ja. Ja, es ist wirklich schön zu sehen, dass ihr nicht nur auf eure eigene Firma und auf euer Produkt schaut, sondern dass ihr wirklich über den Tellerrand hinaus, ich meine, E-Werke VKW und Honig hätte man jetzt sonst eigentlich nicht in Verbindung gebracht, muss ich zugeben. Genau, ja. Und am Ende profitiert die Umwelt. Ja. Und natürlich wir. Unser Gaumen. Genau. Was ist jetzt dein persönliches Highlight, seitdem du bei der E-Werke VKW am Arbeiten bist? Es gab einige Highlights, aber ein ganz besonderer Highlight war der Durchbruch. Wir haben ein Tunnelprojekt zwischen Latschau und Rodund. Und da gab es eben auch eine Tunnelbohrmaschine, die den Stollen sozusagen gebohrt hat. Und ich war bei dem Durchbruch dabei, also wo die Tunnelbohrmaschine oben dann rauskommt. Und das war ein sehr bewegender Moment, da mit zuschauen zu dürfen, wie die Riesenmaschine sich da durch den Berg bohrt und an der richtigen Stelle rauskommt. Und auch die Freude von den
Kollegen zu sehen, die da einfach tagelang, oh, sage ich mal, sehr harte Arbeitsbedingungen einfach hatten. Und es war einfach ein sehr schöner Augenblick, das miterleben zu dürfen. Gerade wenn dieser Tunnel, diese Bohrung dann auch wirklich zu der Stelle rauskommt, wo man es geplant hat. Genau, man weiß zwar, man hat Wochen, Monate, Jahre lang geplant, dass das klappt, aber am Ende ist es halt dann doch entscheidend, ob es dann stimmt oder nicht. Oder? Genau. Ja. Liebe Marei, abschließend an dich auch die Frage, was bedeutet für dich Energiezukunft gestalten? Energiezukunft ist für mich in erster Linie, dass wir Energie sparen. Man redet immer sehr viel über den Ausbau erneuerbarer Energien, der natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Aber unseren Energieverbrauch zu reduzieren, ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch alle beitragen können zu diesem Teil. Ja. In welchen Bereichen legt ihr da als erstes Hand an? Also intern sind wir vor allem dran, eben unsere Wärmeversorgung immer zu optimieren bei diesen ganzen, also vielen Betriebsgebäuden auch. Unsere technischen Anlagen effizient zu planen und dann natürlich auch zu betreiben. Also man hat da wirklich im technischen Bereich sehr viele Möglichkeiten und dann natürlich auch versuchen, unsere Mitarbeiter zu sensibilisieren, den Computer auszuschalten. Und die Kleinigkeiten machen am Ende auch viel aus. Ich sage vielen Dank, dass du hier bei uns warst, Marei, und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank auch und danke für die Einladung.